Und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Daisy 19 Uhr mit Daniel und mir, Luzi. In der heutigen Episode sind wir wieder auf einem fast Vanilla-Server unterwegs und ich kann euch sagen, das war definitiv meine Woche. Ich will natürlich nicht zu viel spoilen, aber wir hatten natürlich wieder die ein oder anderen Meinungsverschiedenheiten, Mini-Interaktionen und naja, das ein oder andere Gefecht. Was wir aber auch hatten im letzten Video waren 824 Daumen nach oben und das, obwohl jeden Tag ein Video kommt gerade. Darum ein fettes Dankeschön an alle, die einen Daumen nach oben reingeballert haben, macht das gerne in diesem Video wieder. Aber wir gehen jetzt erstmal rein. In die Überlänge. Natürlich ein persönliches Dankeschön auch an die Leute, die kostenpflichtig hier rein abonniert haben, Kanalmitglied geworden sind, um mich somit finanziell supporten. Vielen, vielen Dank, aber jetzt erstmal rein. Was? Wo ist einer, Bruder? Am Haus? Hinterm Haus, glaube ich, bin ich sicher. Hinterm Haus? Ja gut, da müssen wir hier ein bisschen in Deckung gehen. Da ist irgendwas durchgehuscht, glaube ich. Bruder, da kommt ein Zombie. Wo? Ja, dreh dich doch mal um. Der nee, mit der, nicht der mit der Zipfel. Der hat natürlich eine Weihnachtsmütze auf. Nee, den meine ich nicht, den habe ich nicht gesehen. Advent, Freund, oder dritten Advent. Hier war irgendwas Blaues, Mann. Ja, Bruder. Ist das schon das Intro eigentlich? Das ist schon das Intro hier, Freunde. Echt jetzt? Okay, willkommen zurück zu Daisy 19 Uhr, Leute, mit Daniel und Luzi. Ich glaube, ich habe entweder den Geist gesehen, Freunde, oder halt einfach, naja. Das Bermuda-Dreieck hier in der Daisy Standalone schlägt natürlich mal wieder zu. Wir sind hier wieder unterwegs auf einem Fast-Vanilla-Server, Freunde. Für euch natürlich am Start hier an einem Sonntag. Ein Fast-Vanilla-Server. Auf Charnaros in Balodos sind übelst die Schüsse, da gehen wir gleich hin. Und wir sind ja, immer noch full, gleich, ne? Da sind wir eigentlich jetzt schon auf dem Weg hin, ne? Stimmt, ja, wir sind immer noch full equipped, Leute. Das wird also richtig spannend gleich hier. Ich würde sagen, wir gehen direkt dahin, oder? Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, warum nicht, ne? Komm, let's go, Alter. Einfach rein da? Freunde, rein da! Einfach rein, perfekt. Oh, da ist ein Bambi-Atze! Yo, Sir! Wahrscheinlich rein da, da ist ein Bambi. Da. Hey, what's poppin', my friend? Do you need help, man? What's poppin', man? No, man, I'm okay. Are you spawning here? Do you need anything? Nah, it's okay, I just died, man. Oh, where shit. Are you going? Oh, shit, man. Where did you die? I don't know, man. I can't this map. Are you new in this game? This map is new, yeah, man. Yeah, fairly new. Oh, oh. Really, really new? You like the Daisy Standalone? You do have fun? Yeah, it's fun. Can we trust you, man? Where are you from? Yeah. I'm from Sweden, and you? Oh, okay, I trust you. Wait a second. Wait, I have a present for you. I'm from Belgium. I have a present for you because you are new in this game, okay? Nice. Yeah, yeah. Here, my friend, Skull, okay? But please don't shoot at us, okay? No, no, I'm not gonna shoot. It's a present for... Oh, thank you, man. It's a press. Oh, nice. Thanks, man. Really? No, take it, my friend. Take it, bro. And Skull, okay? Stay friendly. Thanks. Have a nice day. For the North too, Gods, man. Bye. Stay friendly. Thanks. Bye. Skull. Bye. Krank, Bruder. Krank. Ja, erste gute Aktion hier im Video, Freunde. Ist 3 Minuten im Video und wir sind schon friendly. So machen wir das, Freunde. Und nicht irgendwo irgendwas immer zerbersten, ne? Ja, Mann. Friendly, richtige Junge. Richtige Adventsstimmung hier. Adventsstimmung. Aber jetzt sind es Balote ein bisschen zerbersten, wir oder? Wir melden uns gleich wieder. Perfekt. Nice. Die wissen, dass ich in dieser Offiziersbaracke bin. Jetzt gerade schlagen keine Schüsse mehr ein. Soll ich da mal hochrennen? Hochhaus oder was? Ja. Ja, aber ich komm mit, das ist ja wohl klar. Von wo kam das denn jetzt? Das war auf dem Airfield hier, ne? Ich bin jetzt unten im Livonia Tower. Scheiße, ich glaube, wir sind umstellt, Alter. Glaubst du? Ja, irgendwie schon gerade. Ich glaube, wir sind gleich dead, Mann. Jetzt mal ohne Spaß, wo sind die denn? Hier irgendwo, das ist halt Third Person, die pieken halt um diese Scheißecken. Wir müssen gucken, Bruder, ich weiß es nicht. Der ist auf dem Hochhaus safe. Aber der andere Dude, hm. Ja, ja, die versuchen mich hier zu treffen. Du musst abhauen, Bruder. Fuck it. Ich bin noch Livonia Tower jetzt. Versuch gerade irgendwie eine Posi zu kriegen, von der aus ich die irgendwie sehen könnte. Was denn, was denn? Wer schießt? Ich weiß es nicht, aus verschiedenen Richtungen, Bruder. Ich würde jetzt so gerne hinscopen. Das war auf dich, oder? Der letzte Schuss gerade? Das kann gut sein. Wie gesagt, die Livonia Tower neben den Offiziersbaracken. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Bei den großen Hangaren. Ja, sehr, sehr gute Unterstützung hier, Bruder. Ja, die wohnen ja. Ja, ich muss da jetzt gerade irgendwie so hingucken, ne? Mit den Augen. Bin ein bisschen im Wald. Ich sehe da soweit jetzt sich nichts bewegen. Wald ist immer auch eine Option, natürlich. Ja,
Ich will nicht sterben mit dem Equipment, ey. Nee, da müssen wir jetzt ein bisschen uns gedulden und hier aufs Knöpfchen drücken. Kleines Päuschen und wir melden uns gleich wieder. Mal dich locker aus, Mann. Informationen haben. So. Nice. Also, warte, bist du im Busch? Bist du im Busch? Ich bin nicht im Busch. Einer ist dead, Bruder. Der war im Busch, das war glaube ich der, der auf dich gesniped hat. Da, wo der Zombie hinrennt. Geht's dir gut? Mir geht's gut noch, ja. Okay. Der lag da einfach rum im Busch. Full equipped. Okay. Ich glaube, das war der. Ja, guck mal, da kam auch noch. Irgendwas kam aus Richtung Hochhäuser. Ja, das ist klar, aber der laute Schuss ist jetzt. Das war der, der ist dead jetzt. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut, Bruder. Aber ich glaube, looten können wir denn nicht mal, die Sau. Da hinten liegt der, Alter. Das kleine Schweinchen. Oh, ist jemand auf diesen Spannungsmaster? Bist du da am Rennen? Das ist ein Zombie, ne? Weiß ich nicht. Was für ein Spannungsmaster? Ja, ist so ein komischer Turm mit so Elektrozeug. Ich geh mal zur Leiche, Bruder, ja? Ich hab Zombie-Akku hinter mir. Geht's dir gut da oben? Boah, weiß ich nicht. Ich trau mich nicht zu lange. Ja, es wird sofort geschossen. Ja, guck, hier liegt die Sau, Mann. Theoretisch müssen wir hochgehen, ne? Oh, das war eine Tunnel. Ja, okay, das war der Schütze auf jeden Fall. Das ist ein Tundra. Sollen wir Hochhäuser gehen? Können wir machen, aber der Typ da am Boden ist full, ne? Ja, können wir aber jetzt nicht nehmen. Ich brauche auch nichts. Ich muss kurz schießen, die Zombies fucken mich ab. Okay, hast du mich gehört, ja? Nee. Hä? Okay. Pass auf, kannst du irgendwie zu den Offiziersbaracken kommen? Zu diesen vier Stück? Ja, könnte ich kommen. Ja, dann komm rüber da in die Livonia Tower, das erstmal treffen. Okay. Dann sehen wir weiter. Oh mein Gott, Bruder. Okay, was hast du eigentlich für eine Waffe? Ja, wie immer, M4 und Mosin. Okay, dann lass, der hat eine 101 und eine AKM da, das ist scheiß auf dir, ne? Ich bin jetzt da beim Hobbithügel. Ja, wie gesagt, Livonia Tower. Ja, ich bin beim Hoppeltübel. Hübel. Beim Hoppeltübel. Ah, ich kann kein Deutsch mehr! Ich bin bei den vier Offiziersbaracken. Ja, komm, Livonia Tower, Mann. Ja, beruhig dich doch mal, ich bin doch da, Mann. Was ist denn so aggro hier? Dann können wir hier ein bisschen lutschern. Komm hin, Bruder. Ja, da hast du dabei gehabt hier, der Gute. Ich habe jetzt einfach das Einfachste gegrabt, ne? Also. Ja, die Zuckerstange ist halt auch nice. Ja, chillig. Let's go, Bruder. Okay, Bruder. Ja, wir müssen, also oh, wir sind ziemlich sicher, da ist noch einer irgendwo oben auf diesen scheiß Hochhäusern. Wir müssen das jetzt riskieren, wir müssen da irgendwie hin. Ja, ich bin weil, auch unterwegs. So. Ja, perfekt, ich auch. Ich habe halt maximalen ACOG, ne? Das ist nicht so ideal und die Mosin mit PU-Scope. Ja, schade, dass du nicht zur Leiche bist, der hat noch eine Tundra gehabt halt. Ja, gut, gut, gut. Eine 101 und eine AKM. Egal, also, wir müssen ihn stürmen da oben. Ja, okay, auf jeden Fall habe ich deinen Möchtegern-Killer da schon mal erledigt, Mann. Perfekt, nice. Natürlich da für dich, Bruder. Sehr, auch sehr nice. Auch in Krisenzeiten und natürlich auch für euch, ne? Achso, sorry. Gut, dann suchen wir uns jetzt mal eine Posi da oben. Irgendwo, weiß keine Ahnung, das erstbeste Hochhaus hoch. Boah, Alter. Bisschen risky, ne? Oder ist da irgendeins besonders hoch? Ich glaube, das kam eher von links, oder? Ja, da geh du vor, ich weiß es nicht. Ich weiß, jetzt Bruder, ich weiß es auch nicht. Ich renne hier durch den Wald, ich hab keine Ahnung. Da bist du. Komm doch einfach hinterher. Was ist denn mit dir, sag mal? Hast du irgendwie Hummeln im Hintern? Ja, go, go, go. Alles klar, kleiner Cut, wir melden uns, wenn wir oben sind. Perfekt. Freunde. Wir haben es gefunden. Es handelt sich hier natürlich um eine Base. Um eine Camper-Base, wo man sich natürlich eine Base baut und vom Dach runterschießt, Freunde. Okay, so wie es natürlich gehört. Was ist? Aber theoretisch können wir trotzdem ins Haus gegenüber, oder? Ja, was bringt das uns? Ja, da können wir, weiß ich nicht, vielleicht haben wir da irgendwie eine Posi, um da mal reinzudingsen. Weil irgendwann, ach, fuck off. Aber irgendwie, an irgendeiner Stelle muss er sich ja mal zeigen, oder nicht? Das ist Third Person, der wird sich nicht zeigen. Och Gott, sorry, ich muss schießen, ich hab gar keinen Bock mehr. Ich muss doch nicht schießen. Zombies, Junge. Ja, jetzt komm raus hier, Mann. Wie? Oh, scheiße. Oh nein, Alter, ey, diese fuck Viecher, Bruder, ey, wirklich. Sollen wir schießen? Ich hab so ein bisschen Angst, dass wir uns dann damit verraten, weißt du? Vielleicht die wissen doch eh schon, gesehen, dass wir da sind, Mann. Ja, ist das so? Ja, dann, let's go. Ich komm jetzt rein. Bist du tot? Nee, ich bin nicht tot, ich Bruder. Ich komm rein. Aber hier kam gerade, ich will nicht sagen Bambi hoch. Ich hab's doch gesagt, das sind Steps. Aber da kam ein Vieh hoch mit einer Sporter und einem Scope.
Ich hab mich so erschrocken gerade. Interesting. Was wollte er denn hier? Dachte er wirklich, er könnte es mit uns aufnehmen? Ich glaube, der wollte die Base da abfacken. Wie wir gerade. Ja, das kann natürlich sein. Ne? Jetzt haben wir vielleicht gerade einen Verbündeten gekillt. Naja, nur. Aber ja, so ist das hier in der Daisy Standalone. Freund und Feind, das liegt manchmal ganz, ganz nah beieinander, Freunde. Wahrscheinlich Freunde, oder? Ey, aber wo snipen die denn immer? Ich weiß nicht. Das ist ja jetzt nicht naheliegend, dass sie das von da waren, ne? Aber wir haben uns ja auch das dümmste Dach ausgesucht, Bruder. Guck mal, wie niedrig das ist. Das ist alles höher da hinten. Ich bin fast runtergefallen. Ich meine, theoretisch könnte man hier auch nochmal hoch. Vor dir? Ich sehe es, vor uns, ne? Wo ist er? Ich glaube, er ist unconscious. Okay, nice. Er ist dead. Ja, da liegt er. Oh mein Gott, ey, das ging zackig gerade. Das ging sehr, sehr zackig. Ey, okay, nehmen wir mal schnell an uns. Der hat die Leiche gelootet ansonsten vorne. Ansonsten hat er hier nicht viel, ne? Ja, das war derselbe Typ, glaube ich. Ich habe die 1-1 mal mitgenommen, damit wir es an Bambi verschenken Alter können. Alter Schwede. Ja, natürlich. Oh mein Gott. Machen wir wirklich. Ihr habt mir ja gesehen am Anfang des Videos, Freunde. Hatte der gerade einen Sniper in der Hand noch? Nee, das nicht. Da waren ja drei Waffen. Die Tundra liegt da in der Wiese wahrscheinlich noch. Okay. Pass auf, ich gehe nochmal kurz hier in den Tower. Hier wurde ich ja eben beschossen. Ja, also wir haben es jetzt aufgegeben, da oben zu suchen. Da war halt wirklich keine Sau. Wir haben die Dächer noch ein bisschen abgeaimt. Was heißt abgeaimt? Halt ein bisschen geguckt so, ne? Kann man sagen. Genau. Und ihr kennt uns ja, wir können nicht so lange campen, weil uns ist sehr schnell langweilig. Ja, das ist einfach, weiß ich nicht. Wir haben diese Camper-Mentalität halt irgendwie nicht. Unser Playstyle. Bist du Baracke? Ja, Barack. Barack. Okay. Barack. Zombies auch bei den Zelten gegenüber. Ja, ist ein. Bist du das am Rennen übers Field? Nein. Wo? Da ist noch einer bei den Hangaren. Aua! Shit. Das kam jetzt wieder aus den Hochhäusern. Ja, oder? Das sind so scheiß Basecamper, Mann. Wo rennt der Typ? Ich kann nicht markern, da beim Gegenüber halt. Das bist du jetzt gerade? Ja, das bin ich hier. Gegenüber ist er, ich habe leider nicht getroffen. Gegenüber. Freunde, wenn ihr wisst, was gegenüber bedeutet, schreibt es mal in die Kommentare. Offiziersbaracke, Dicker. Links, linke Seite. Ja, hey, ist ja logisch, gegenüber. Ja. Wie du dieselbe fuck Idee hast, Mann. Ja, ich muss, ich bin vierte Leben verloren durch den scheiß Camper da oben, Mann. Was ist jetzt? Das war ich. So. Zombie. Ey, so scheiß Camper da oben, Bruder. Lass mal hier ATC rein. Oh shit. Der ist wütend, Mann. Ja, man spürt richtig die Wut im Schuss. Okay, ich bin ATC drin. Wahrscheinlich ATC, oder? Ist das ATC hier? Nee, Tower heißt das. Ja. ATC ist nochmal was anderes. Boah, es ist da hinten am ersten grünen Set. Oh! Was war das? Ich weiß es nicht. Digga, ich komm hier rein, jetzt reicht's mir! Ich komm rein! Ja, komm rein. Ey, das sind so viele Feinde gerade. Ich will nicht mehr. Von überall. Wir müssen das mal kurz aussortieren, wer hier von wo schießt. Das kann nicht. Die Zombies laufen zu uns. Der kommt quer übers Airfield in meine Richtung hier gerade. Boah, ich muss mich kurz hier heilen, Alter. Ich hab wirklich kein Leben mehr. Ja, mach das. Wo bist du denn? Ey, das Scope der SVD ist so eine Scheiße, ne? Ja. Ich muss nachher die Sniper wechseln. Wir spotten hier ein bisschen, melden uns gleich wieder. Ja, Mann. Okay, Freunde, wir wissen, wo einer hockt. Das ist eine sehr verzwickte Lage. Ja. Da ist er zwischen den Sandbags. Der hockt auch ganz open, ne? Der da, ja, da rechts. Wenn ich da so sitzen würde, ich wäre schon längst dreimal dead. Ich auch. Vor allem die Basecamper, ich wäre schon längst dreimal dead. Die Basecamper aimen gar nicht auf ihn, ne? Ja, das ist ein bisschen weird. Okay, pass auf. Ich sehe jetzt eine Chance, einfach mal hier oben zu aimen. Er liegt nicht. Er hat sich hingelegt, ne? Ich kann hier gerade leider nicht rüber gucken. Ist der immer noch da an der Ecke? Ja, der ist immer noch genau zwischen diesen Dingern. Er liegt jetzt halt. Ich sehe den da gerade nicht mehr. Er liegt halt zwischen den... Doch, ich glaube, ich sehe ihn doch noch. Ja! Hat ihn. Geil! Du hast ihn! Ich hab auch einen gefangen, von irgendwo anders her. Ja, der von links wieder, ne? Ich bin noch bewusstlos, Mann. Ich hab die Tür, das ist von links irgendwo, Bruder. Irgendwo vom Hangar. Ich bin noch bewusstlos. Den push ich gleich mit dir. Okay. Roll dich weg, aber ne, nicht aufstehen. Der muss da irgendwo von links. Ich muss aber kurz aufstehen, Mann. Ich muss hier runter. Ich muss hier weg. Oh nein, du bist richtig angehittet, Mann. Ja, ich blute. Ey, aber der links ist der jetzt sehr gut gemacht, Bruder. Aber das ist halt wahrscheinlich, das heißt, ich blute. Ich bin, mein Herz blinkt da, nicht mein Herz. Ich kann nicht mehr reden. Dieses hier, Jesus-Kreuz, Mann.
Okay, gut, ich lebe. Und wo trifft Livonia-Turm, maybe? Boah, es ist ganz schwierig zu sagen. Naja, ich kann mir schon vorstellen, das könnte... Hast du den Schuss gehört, laut? Nee, ich habe deine Schüsse gehört, die waren so laut. Okay. Das ist halt immer von links, der schießt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich glaube, das ist ein Pionier, ne? Eine Pionier. Ist der Bruder dein Dad? Ja, du hast ihn gekillt. Ich hab's richtig gesehen, wie das Blut gespritzt ist, Alter. Ja, ich auch, Mann. Das hat mir richtig gefallen. Gut, dann gehen wir davon aus, der ist Dad. Und ja, ich regeneriere ein bisschen. Yes, Mann. Nice. Freunde, wir haben gerade Planbesprechung, wahrscheinlich Planbesprechung, Kriegsgrad abgehalten. Daniel bleibt hier, weil er wenig Leben hat. Und ich werde gegenüber in den Hangar reinpushen. Ich kann auch nicht weg. Guck mal hier, so, das ist meine maximale Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, hallo, hier Fenster. Ja, und ich habe die AK-1 noch gestasht, falls ich sterbe. Und ich gehe jetzt raus, denn mein Bruder muss beschützt werden. Ich glaube, du brauchst jetzt erstmal Schutz, Mann. Ich mach Zickzack. Mach Zickzack, sehr, sehr gut. Noch hat er sich nicht gezeigt. Kein Schuss. Ich schaue in die Hangare. Bin Hangar. Sehr, sehr gut, Bruder. Sehr, sehr gut. Alles safe bisher. Oh. Ich bin absolut ready, dich hier zu supporten. Ich mach die Zombies kaputt, nicht erschrecken. Nee. Dead. So. Er hat mich erschrocken. Achso, okay. Ja, gut, der Hangar ist auf jeden Fall safe, Bruder. Aber so haben wir die Chance natürlich, uns gegenseitig abzudecken, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel auf der linken Seite... Ah! Ich bin dead. Ich weiß... Ich kann, es muss neben dem Hangar sein oder so. Scheiße. Ich weiß. Ich stand halt hinten an der Wand, weißt du? Also dazwischen quasi, meinst du? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, das kam von mir aus gesehen, wenn ich zu dir schaue, von links. Also Richtung Livonia Tower. Netz. Das hat sich so auch angehört, ja? Alter, so krank der Typ. Hä, von wo? Keine Ahnung. Kommst du mal her, ne? Ich meine, das ist irgendwo rausgetappt. Hast du unten durchs Fenster gegafft? Ja, der hat mich wahrscheinlich durchs Fenster gekillt. Er muss zwischen... Ich stand halt so gut wie hinten an der Wand, weißt du? Der muss irgendwie neben... Ich schätze, das muss neben dem Hangar gewesen sein. Der hatte nicht so viele Winkel. Ich hab ihn, Bruder. Sehr gut. Oh Gott, da ist ja noch einer! Ich hab ihn, Bruder. Okay. Ganz ruhig bleiben. Ja, dann save den Stuff da jetzt. Mach ich jetzt Safe Call, Alter. Da, wo wir sie erwartet haben. Perfekt. Oh, jetzt kommt der scheiß Turmsniper wieder, ey. Ja, mach einfach safe. Ja, mach ich. Ich geh in den ATC wieder rein, ne? Ja. Junge, Alter. Hab die Sau noch entschärft. Und jetzt gehe ich zu deiner Leiche, ja? Ja. Ja, die wollen mich jetzt natürlich, ne? Ja, mach einfach safe. Ja, Digga, es ist schwer. Die schießen mit voller Karambole rein bei mir. Treppe, ja, was für unter safe? Die Treppe? Ich komme hier nicht mal zum ATC. Ja. Die Schüsse prasseln hier ein, Alter. Okay, ich bin ATC gleich. Okay. Ab dich, Bruder. Ich zieh dich kurz aus, falls respawnt. Ich kann keinen Lösch mehr. War nicht mal ein Headshot. Okay, hab dich gesaved, Bruder. Ja, gut so. Bist du tot? Nee, aber der Schuss war da näher. Ich lebe noch, Bruder. Du auch? War das auf dich? Wir kommen gerade frisch aus Balota, da war leider nichts mehr los. Nee, nicht auf mich. Also, dass ich hier bin, weiß, glaube ich, niemand. Hoffe ich. Also, ich sehe einen oben im Fenster. Oben? Ja. Oh, oben auf dem Dach ist auch jemand. Auf dem Dach auch? Das sind da drei auf Stück dem Dach drin. Auch. Scheiße. Oben rechts, auf dem Dach und in der ersten Etage. Du willst mir doch jetzt nicht ernsthaft verklicken, dass da drei Spieler drin sind. Ja, und der auf dem Dach ist absolut high equipped. Oh, ich sehe, ja, der unten auch im letzten Stock oben rechts. Scheiße, das heißt, die haben uns vielleicht auch schon gesehen hier, ne? Ja, gut, ich bin sehr offensiv hier vorne durchgelaufen. Schade.
oben links am Fenster? Also, ich habe jetzt einfach abgedrückt. Ja, ja, oben auf dem Dach. Den habe ich versucht zu killen, aber meine M4 ist badly damaged auf einmal. Ich habe leider kein Reparaturset. Das ist natürlich nicht so cool. Du hast kein Reparaturset. Nein, ich habe Daniel natürlich nochmal gesaved und die Waffe mitgenommen, Freunde. Wir hatten ja da Ärger im Balota. Ja, dies, das. Wo sind denn die jetzt? Shit, also jetzt. Aber mittlerweile sind zwei Tage vergangen. Wo bist du? Wo bist du? Unten in der blauen Tür. Blaue Tür? Immer Police-Sticker. Ja, hier unten mit diesen Doppeltür blau. Ich hätte eine Nade, ne? Ich muss hier raus, die wissen, wo ich bin. Die sind zu dritt. Die sind echt zu dritt, ne? Ich kann das nicht glauben gerade. Siehst du den Bereich vor der Police? Kannst du das einsehen? Ja. Okay. Oh, ich hätte ja gar keinen Schuss mehr, ne? Hier. Ah doch, ich hab. Das ist nicht gut, Bruder. Das ist nicht gut. Ja, ich reload kurz, Mann. Wenn du Richtung Police guckst, ist die Police eher rechts oder eher links von dir? Rechts von mir. Okay, perfekt. Dann weiß ich, wo du bist. Ich reloade gerade, es ist sehr laut, also. Ja, ich hör's. Ah, okay. Bin nicht sicher, ob die mich schon gesehen haben. Die spielen ganz komisch. Ja, die spielen sehr defensiv. Ich glaube, die glauben, die Polizei gehört ihnen. Oben rechts, den könnte ich jetzt killen, wenn ich pieke, aber dann bin ich safe dead, oder? Ja, dann bist du safe dead, Bruder. Achso. Ah, jetzt piekt er nicht mehr, scheiße. Ey, full equipped. Aber wie gesagt, ich habe eine Nade noch, ne? Also. Hey, ich bin so oft in. Ich komm rein, glaube ich, zu dir. Bist du hier? Ich bin nicht hier, oder? Bist du rausgegangen, oder? Nein, ich bin immer noch drin bei den Doppeltüren. Es ist offen. Bei diesem Eckgebäude da. Ja, da bin ich jetzt auch gerade. Ah, da bist du auf der anderen Seite. Aber ich hab dich doch gerade reloaden hören. Einer hat Hit oben. Ah, okay, ich weiß, was du meinst. Achso, okay. Einer hat Hit oben links. Gilly, full equipped. Okay, nice. Ich finde das Scope von der SVD, liebe Freunde, richtig schlimm. Also ich treffe mit der fast gar nichts. Ja, oh mein Gott, das ist wirklich nicht so nice. Ich wünschte, ich hätte eine Tundra gehabt gerade. Aber gut, ja, man kann nicht alles haben, Freunde. Ich auch gut gebrauchen können, aber Freunde, man hat natürlich nicht alles hier in der Daisy Standalone. Beschweren will ich mich natürlich nicht, wir sind gut equipped, also. Nee. Und wenn dann natürlich auch eher weniger. So. Besser als Bambi rumzurennen hier, ne? Also man will sich ja echt nicht beschweren. Nee. Können wir jetzt gerade mal nicht hier mit der M4 in Tschernogorsk, Freunde. Geil, gut. Mann. Oben links wieder. Ja, ich bin jetzt im Pianohaus und guck so ein bisschen da in die Fenster rein, aber es bewegt sich gerade. Gar nichts. Das ist es halt ein Abgecampe, ne? Links auf dem Dach, der ist die ganze Zeit da. Vom Bahnhof könnten wir den kriegen, aber. Oh, ich sehe, wie er sich bewegt. Vom Bahnhof ist der easy, ne? Da bewegen sich so ein paar Pixel. Ja, wenn da nicht wieder so ein Baum davor steht, ne? Bahnhof ist aber seinerseits wieder risky. Wenn du die ein bisschen ablenkst, könnte ich es versuchen. Na, ich will nicht, dass du stirbst, Bruder. Du hast ja Kopfschmerzen, habe ich gehört. Da ja, natürlich für Kopfschmerzen dich da sein. In die Day, sie ist ja. Diese Ausgrabungen sind hier immer noch, ne? Diese Felder. Ach so. Scheiße, pass auf, ich riskiere das einfach mal. Was machst du jetzt? Ich gehe einfach mal zum Bahnhof. Er aimt zu mir, ich bin bewusstlos. Schieß mal, lenk ihn irgendwie ab, oben auf dem Dach. Hab geschossen. Ja, ich hab doch schon geschossen. Ah, perfekt. Ich bin dead, shit. Ja, gut, es sind drei halt, ne? Ja, es sind halt drei. Ich bin versucht zu bewachen, Mann. Ja, da Richtung Bahnhof wäre cool, noch ein bisschen. Ja. Die fetzen sich da, ne? Ich glaube, einer ist maybe dead, bin ich sicher. Da rennen die ganze Zeit Bambis rein, Bruder, und werden da abgemetzelt. Oh. Ja, der auf dem Dach, das kann gut sein. Hier, hat der da oben ist umgefallen. Nice, Bruder. Ja, sorry, ich konnte jetzt nicht reden, ich musste einfach drauf knallen, weil ich gerade Gelegenheit hatte. Bin jetzt wieder hier am Start, da liegen auch schon Handschuhe für mich. Perfekt, es ist nämlich noch in dunkel, Freunde. Der Zwischenzeit noch einen gekillt, Bruder. Der einen Bambi gekillt hat. Also ich denke mal, da ist vielleicht maximal sind noch zwei Leute drin, ne? Ich glaube, da haben sich gerade Pixel bewegt. Wenn ich Pech habe, ist er gerade wieder. Ja, safe. Ist er gerade wieder erwacht sozusagen. Safe. Meinst du, wir killen die nicht? Die sind immun? Achso. Ich kann auch die Nate mal hochschmeißen. Ist er noch oben? Muss. Ich glaube nicht, dass er so schnell wieder runterkommt, beziehungsweise jetzt in angeschossenem Zustand da einfach hinunterklettert. Ich mach das jetzt einfach. Du machst es einfach? Ja. Mach das jetzt einfach, Alter. Du pullst einfach die Nate? Bis oben. Maybe dead.
Ich habe keine Explosion gesehen oder so. Maybe dead. Aber die Situation hatten wir schon mal, du erinnerst dich. Wir haben eine Nate hochgeworfen, die lag eigentlich ideal. Und oben auf dem Dach, er hat überlebt. Ja, normal. Oh, Zombies. Ja, natürlich. Okay, was machen wir jetzt? Wenn da zwei dead sind, müssen wir eigentlich pushen langsam. Oh, fuck it. Aber es ist dunkel, ich sehe nichts. Auf dem Dach, auf dem Dach. Auf dem Dach? Komplett ganz oben, ja. Ja, ja, sag ich ja, sag ich ja. Das ist der Bruder mit dem Rucksack, den ich vorhin gesehen habe. Das heißt, es sind immer noch zwei drin. Ja, muss. Einer auf dem Dach und einer noch in der Mitte. Da habe ich gerade eine Tür aufgehen sehen. Deshalb habe ich da gerade auch ein bisschen hingeaimt und hingeschossen. Weißt du, damit er denkt, er ist unter Beschuss und vielleicht irgendjemand oder so dann sich motiviert fühlt, warum auch immer er das tun sollte, aber in den Flur zu gehen. Ach so, aber macht leider keiner gerade. Ist richtig, es macht keiner. Ja. Boah, ich habe ja auch, das ist auch keine gute Pose hier, ne? Ach, scheiße. Ja, ich gehe jetzt gerade mal zum Bahnhof. Okay. Aber der sieht dich dann, ne? Pass auf. Ja, ja, natürlich, natürlich. Immer sehr auf der Hut hier. So, jetzt kommt rein, Freunde. Hast du wieder Zombie-Aggro oder was hier? Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Ja, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. So, dann gucken wir mal hier aufs Polizeidach. Aus den polizeilichen Gründen, Kit. Ah. Oh, jetzt wäre natürlich eine Nate nochmal nice. Hast du keine mehr? Nee, woher denn? So. Ja, ich glaube, die sind jetzt auch sehr vorsichtig geworden hier. Ja gut, wenn zwei schon dead sind, ja. Ach so, ah. Ach so, waren die dann zu viert? Ich glaube schon, ja. Okay, ja gut, ich glaube, die zeigen sich nicht mehr. Perfekt, nice. Bruder, da ist gerade ein Bambi hingerannt. Ja, wir haben das Gebäude jetzt nochmal, das muss man vielleicht kurz erklären, noch eine Weile hier beobachtet, aber die zeigen sich einfach nicht mehr. Und mit jedem Bambi, was da hinrennt, müssen wir natürlich jetzt. Ist das ein Freund? Das ist, glaube ich, kein Freund, der hat ein Messer in der Hand. Der wird gleich sterben. Der rennt gerade hoch, das Bambi, ne? Okay, ich komme hier an die Wand. Oder war das er? Weiß nicht. Aber der geht mit Messer da hoch, ich glaube. Alter, wie viele. Ja, aber da müssen noch langsam mal Schüsse fallen, oder? Ah, wenn die ganz oben. Da ist noch einer neben dir! Wie neben dir? Oh, Digga, hier ist dead. Alter, ich bin erschrocken. Bambi oder was? Ja, der schießt random mit der Pistole in mein Gesicht, ey. In dein Face? Ja, ich hab noch eine Nade in meinem Inventar. Du hast noch eine? Ja. Ja, und das eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten. Die habe ich gar nicht gesehen. Du bist doch der Nade-Meister. Willst du hochschmeißen? Nee, Bruder, du hast das gerade schon sehr, sehr gut gemacht. Soll ich es hochschmeißen? Du hast es gerade. Ich lenk die mal ein bisschen ab hier. Aber dann versuch bitte, geh bitte weg vor der Police, okay? Ja. Weil wenn die zurückprallt, bist du auch dead. Die prallt nicht zurück. Pass auf, sag mir, wenn die zurückprallt, dann hau ich ab. Ich schmeiß. Ja, und? Prallt sie zurück? Ich weiß nicht. Ist auf dem Dach, oder? Alter. War die auf dem Dach? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Er ist ganz nervös oben. Zwei Stück oben, Alter! Kommst du mit rein? Ja, ich komm. Ja, aber die sind auf dem Dach, da haben wir keine Chance, Mann. Ach so, stimmt. Da brauchen wir gar nicht reingehen, oder? Ja, wir müssen nicht von außen snipen, Bruder. Das ist einfach scheiße. Shit. Ach du Kacke, Mann. Ja, da haben wir nicht so viele Optionen. Ne? Wir müssten eigentlich erhöhte Position einnehmen. Eigentlich eine erhöhte Position einnehmen. Und die gibt's eigentlich nur, Bruder. Ja. Hier in Richtung. Ah, scheiße, Fuck. Daneben, Mann. Achso, du hast geschossen. Ja, ich muss jede Chance nutzen, wo sie sich zeigen. Ja, das ist richtig. Fuck. Ey, Bahnhof ist einfach das nächste, oder nicht? Ah! Bist du das? Nein! Ach, du bist es. Alter, sag es doch. Ja, so, Bruder, ich muss jede Chance nur. Achso. Ich bin so schräg, du schießt einfach. Ich war fast zurückgeschossen, Mann. Aber ja, ich glaube, er hat zwei Hits da oben. Auf dem linken. Er gafft. Wo denn? Nicht mehr. Boah, die Third Person geht mir so auf den Sack, Mann. Extrem, ne? Ja. Gut, ist jetzt nicht so, als wäre das auch gerade zu unserem Vorteil. Ja, aber. Ja, das kann man immer so und so sehen, ne? Ich meine, hier haben ja alle dieselben Mittel zur Verfügung, aber es bevorteilt natürlich minimal hier. Ist jemand umgekippt? Nee, er schießt auf mich. Er hat von oben geschossen, okay. Ja, er steht da. Er ist auf mich abgelenkt, glaube ich. Sobald ich ihn sehe, mach ich einen Schritt zurück und schieß. Komm schon, zeig dich nochmal. Zeig dich einfach nochmal. Seid doch nicht die Pussys da oben. Er zeigt sich. Ja, ich sehe ihn aber nicht. Wait, ist der im Gebäude? Nein, er schießt von oben.
so, dann ist das gerade irgendwie durchgedingst oder so. Steps bei mir, bist du das? Ja, achso. Ach, du bist hier oben. Oh, meine Fred. Pass auf! Ja, ja, pass ich. Ey. Und wo schießt denn der? Dach, Digga. Ah, ich seh's. Hab Hit. Muss mich eben verbinden. Boah, ist das ätzend, diese Camperei, ne? Ja, das ist extrem ätzend und dass wir jetzt dagegen ankämpfen müssen. Was war das jetzt? Das war eine Nade. Oh nein! Oh nein! Nein, bitte nicht! Nee! Komm, das ist am Krankenhaus, Siehst du, wie es sich ausbreitet? Komm mit zum Bahnhof. Ich bin schon am Bahnhof, bin unten. Und da breitet sich die Scheiße aus, ne? Fuck it. Immer gegen uns, Junge! Ich bin unten Straße, ich hab Angst. Lass mal Richtung Rathaus laufen. Ich bin unten schon. So, ja. Straße. Oh, es kommt schon. Ich glaube, ich schaff's raus. Aber ich glaube, das reicht nicht bis zur Police, oder? Nee, ey, das ist jetzt nicht genau unseren Anti-Camper-Spot da. Ja, es ist so. Was ist jetzt los? Ist es schon so weit? Ey, Bruder, ich kann Uhr, das Freunde, einfach der nicht mehr. Das darf nicht fehlen. Wie sie da rumrennen auf dem Dach, ey. Jetzt wollen sie triggern, ne? Ja, lass mal gleich zu zweit was machen dann. Wollen sie richtig triggern, die Jungs. Einer ist dead, Bruder. Wieso? Ich musste die Chance nutzen. Ach so, ja, ist doch gut. Einer ist auf dem Dach immer noch. Das heißt, wir können ja schon mal easy stürmen gleich. Das ist schon mal nicht schlecht. Ah, also einer oder also maximal zwei noch, Alter. Ey, wie sind denn hier die Türen abgeschlossen, Junge? Weiß ich nicht. Jetzt zu dir, glaube ich. Ja, komm mal rein. Jungs, ich glaube, der ist auch dead. Du kommst jetzt rein hier, ne? Bist du im anderen Gebäude oder was? Nein, ich bin wieder oben. Es gibt nur zwei hier, glaube ich, oder? Ich mach mal auf. Hallo? Ja, ja, ja. Okay, ich kann dir. Hast du Waffe? Nee, ne? Ach so, was? Hä? Ah, jetzt. Hä, was mache ich, Alter? Was machst du denn da? What the fuck? Ja, ich habe die Taste falsch getroffen. Liebe Freunde! Boah. Kleines Update, Daniel ist wieder da. Ja, bin wieder am Start hier, bin nochmal ins Risiko gegangen, aber ich würde sagen, bevor wir da jetzt reinpushen, es reicht uns, es hat auch keinen Sinn mehr hier, ne? Ja, also ein oder zwei müssen dead sein, da ist safe noch ein oder zwei drin, ey, das ist echt krass. Ja, wir müssen uns auch ein bisschen beeilen. Deshalb habe ich einen ganz kurzen Gag rausgesucht, Bruder. Bist du bereit? Achso, natürlich, für die beste Sektion natürlich, des Videos? Und zwar habe ich ja einen Gag, einen alten. Ich habe mal weit runter gescrollt, weil warum nicht? Ja. Und zwar habe ich da einen gefunden von Tony Mahoney. Kennst du? Oh, der Tony, Alter. Kennst du natürlich, nice. Und zwar schreibt der Stecker sie vor über einem Jahr. Vielleicht auch vor anderthalb Jahren, weiß man nicht, steht da nicht. Warum, Bruder, ist Zucker schlauer als Salz? Weil Zucker süßer ist. Weil er raffiniert ist. Ach so, nice. Oh Gott. Okay, gut, perfekt. Hey, hallo, freu dich doch mal. Oh, du hast Kopfschmerzen, es tut mir leid. Ja, ich vergesse wieder. Ja, ich habe Kopfschmerzen, Freude über meine herzlichen Grenzen. Aber vielleicht lockert dich ein bisschen die Sarah auf. Die Sarah Block nämlich, die schreibt... Die Sarah oder der Gag oder was jetzt? Beide, also der Gag, ja. Immer wieder feiere ich euch. Erstmal dein Hashtag Gag, Hashtag der Sie 19 Uhr. Was haben Chirurgen und Gärtner gemeinsam, Bruder? Chirurgen und Gärtner? Ja, lass Mann. Mich kurz überlegen. Ja, wir haben keine Zeit, lies perfekt. Vor. Wenn sie pushen, kommt Erde drüber! Weil die Person dann tot ist, oder was? Ja. Ist das lustig? Nee, ist aber ein cooler Gag, Alter. Gott, ey, let's go. Ey, was ist denn mit dir los, ey? Grüße gehen auf jeden Grüße Fall gehen raus, hier. Sarah, beziehungsweise er oder sie schreibt, schöne Grüße, eure Nult Voiger und mit einem Kuss natürlich. Grüße gehen raus, Sarah. Und wir gehen hier rein, Freunde. In das Geschehen. Okay.
Erstmal unten alles saven, okay? Digga, mach doch die Tür nicht zu. Ja, sorry, ich bin nervös. Knast ist gut. Gut, alles gut, okay. Hello, guys, Zelle man! Safe. Hands up, man, we are here! Scheiße. Beeindruckt die jetzt so erstmal. Oh, sorry, wir sollten uns. Warte, geht direkt hart los. Theoretisch kannst du die Tür bewachen. Theoretisch kann einer ins Piano gehen, ja, oder? Ja, wollte ich gerade machen, nämlich. Weil ich glaube, der ist da nicht drauf vorbereitet. Okay. Der ist direkt rechts, wenn du reingehst. Also direkt, er aimt direkt die Treppe ab, ne? Pass auf, Mann. Was bist du? Ihn sehe ich jetzt aber nicht, hä? Ja, der ist hier gebeugt so ein bisschen. Da war ein Bambi, ist dead. Nice, gut gemacht, Bruder. Das war wahrscheinlich einer der Kollegen wieder. Vermute ich ganz stark, das hatte eine Pistole in der Hand, glaube ich. Okay, da ist er schon, er pusht. Er pusht, nein! Liegt er? Einer liegt. Scheiße, ich komme wieder zurück. Ich gehe rein, ich bin hinten im Klo. Ich komme, warte, ich brauche nur ein bisschen. Fuck, Alter. Ich komme vorne rein, Bruder. Komm vorne rein. Bin drin, wo ist die Sau? Die Sau liegt im... Naja, ich bin jetzt oben, ne? Oben im Klo. Erster Stock? Ja, erster Stock. Und da ist safe alles? Ja. Ich aim den Gang gerade ab. Ich renne jetzt hoch, Achtung. Ja. Alles klar, ich bin andere Seite. Oh Gott! Zelle safe. Okay. Ich mach hier noch auf. Shit, ich hab ein bisschen Schiss vor oben. Safe. Alles safe erstmal. Der Bruder hat eine Tundra. Oh mein Gott, ist der full, Alter. Der ist schon relativ full, ja. Okay, was jetzt wichtig ist, Bruder, die dürfen nicht hochkommen. Ich renn durch. Die dürfen nicht hochkommen jetzt, Alter. Ja. Das ist nämlich Leiche Nummer 4 hier, glaube ich. Seid ihr so dabei eigentlich? Okay. Oh. Ja, das ein oder andere, ein bisschen Muni, das glaube ich, aber brauchen wir jetzt alles nicht so unbedingt. Ja, das brauche ich jetzt auch nicht so, ein bisschen Essen. Ich weiß nicht, da ist ein ACOG auf der MP5, vielleicht ist das irgendwie nützlich für dich. Nee. Für mich jetzt gerade eher weniger und ansonsten weiß ich nicht. Ja. So, und jetzt reicht jetzt mit Looten, ne? Ach so, ja, sorry. Ich gehe mal rüber. Dann gehe ich jetzt als nächstes, du bist als erstes gepusht, jetzt pushe ich als zweites, okay? Ja. Oh Gott, warte. Balkon, ist eine Leiche? Okay. Oh mein Gott, die sind genauso full wie wir. Oh shit. Oh, hier liegt eine M4 und eine SVD. Oh mein Gott. Bruder? Oh mein Gott, ja. Was denn? Ist ein fucking Dick. Wollte ich nur mal so sagen, ne? Was ist da? Wir sind fucking Dick, wollte ich nur mal so sagen. Die Person meinst du, oder was? Ja, wir, equipped jetzt, Alter. Richtig dick. Ach so. Alter Vater. Nicht der. Oh. Ja, es. Oh, Granatwerfer! Yo, wie übertrieben. Wer weiß, ist hier noch alles. Ist da noch was drin? Achso, ich habe schon Charlie. Ja, krank. Ich mach mal blaues Armband. Alter, Leute. Wir sind dick, ne? Ja, aber wir müssen jetzt auch ein bisschen aufpassen. Auf der gegenüberliegenden Seite lagen auch noch Waffen. Und ich weiß nicht, hast du den mittleren Raum gecheckt? Nee. Oh mein Gott. Ey, die Pox-Granate nehme ich mit für die nächsten. Okay, mittlerer Raum ist safe oben. Okay, für die nächsten Camper, ne? Ja, klar. Nimm mit. Ja, jetzt muss ich aber... Bruder, ich bin so im Loot-Fieber, es tut mir leid. Ich kann gar nicht. Die ist noch eine M4 und SVD und eine SSG, dies, das. Die haben echt eine Menge. Was, und du hättest jetzt noch eine Nade? Nee, Nade habe ich nicht mehr. Okay. Aber ich habe jetzt Pox-Granaten fürs nächste Mal, falls hier einer campt. Top. Aber die Frage ist, ist noch einer oben drauf? Weiß ich nicht, Mann. Nee, ich glaube, den habe ich gekillt, Mann. Ich bin nicht sicher. Pass auf, okay? Oh, er ist der da oben. Nice, Mann. Oh mein Gott, Bruder, was ist hier los? Wir haben es geregelt. Ist das geil. Die Police... Hart belagert. Alter, er hat eine M4 mit 60er Mag. Und ansonsten auch noch das ein oder andere Mag am Start. Der hat eine Keykarte für einen Bunker. Wo sind die? Oh, ich weiß es nicht, muss ich mir mal schlau machen. Okay, gut, aber dann würde ich sagen, dann hauen wir hier ab, oder? Oh, ich würde am liebsten alles looten, Alter. Punched Card, was ist das? Ist das auch wertvoll? Braucht man das für irgendwas? Ist die so gelb? Ja, die ist so... Wieso hast du das auf Beige Englisch? Mit so zwei Waffen drauf. Gestanzte Karte ist das, ja? Ja, das ist wichtig. Das ist für die Bunker. Ah. Nimm mal mit, die Scheiße. Ey, ich will die M4 nicht hier lassen, ne? Du musst, Bruder. Wir alle müssen.
Willst du die 101 irgendwie haben oder behalten? Nein, weg, weg, weg. Na, pass auf, dann schmeiß ich das Ding mal geschwind weg. Ich hoffe. Ey, Jungs, es tut mir leid, dass ich jetzt so lange loote hier auf YouTube, ne? Aber. Bruder. Aber was willst du machen? Ey, das ist ja geisteskrank, was die haben. Hab ich brauche die M4 eigentlich nicht, ne? Aber ich will halt auch nicht, dass die haben. Das ist der Punkt, ja? Gönn also, es ihnen einfach nicht. Ich trinke jetzt die ganzen Pepsis hier auf hier. Weil ich einfach nichts gönne, weil die so richtig hart gecampt haben zu viert. So, ich versuche hier schnell wieder runterzukommen. Steps? Komm. Ja, das bin ich wahrscheinlich. Wir bräuchten so einen Keylocker, ne? Ja, geil, was Alter. Halt? Ja gut, das besprechen wir und wir machen gleich noch kurze Schlussszene, besprechen, was wir machen und dann, ja, bis gleich. Ja, Mann. Komm wieder, die kommen wieder. Die kommen wieder, Bruder. Schnell auf die Treppe. Geht 3, 2, 1. Ja, ich bin damit da. Oh shit, ja, wir wollten gerade abhauen. Ja, da kommt schon jemand rum, ne? Ich kann nicht schießen, weil oh Gott, er konnte nicht schießen. Warte, ich geh runter. Safe? Zwei, Digga! Wow. Nice. Einer liegt. Einer ist hier drin. Wo? Hey, Zombies, pass auf. Ich glaube, ich habe ihn. Oh Gott. Ach, ist er da immer noch? Ich glaube, ich habe ihn, Mann. Ich bin nicht sicher. Er ist umgefallen, Okay, nice. Er lebt noch. Hello, my friend. Lass mal sprechen mit ihm. Hello. Hey, what's up, man? What's poppin', my friend? Why you camping here with your squad? What? Why you are camping here two hours in this policeman? With your squad, man. Tür? Policeman? Lol, Lutz. Oh je. Alter, da waren Bambi auf dem Klo. Bist du tot? Nee. Was machen wir mit dem jetzt? Schießen. Ja, muss leider, Freunde, sorry. Ja, ich muss mich verbinden, Ich protect dich. Was, du protectest mich oder dich? Dich? Ah, geil. Hä? Okay. Egal. Warte, ich... Noch mehr Steps? Ah, oh, nee, da draußen ist ein Zombie. Ich würde sagen, wir hauen jetzt hier ab, oder? Ich meine, wir können jetzt eh nichts mehr... Lass uns verpissen, ja, komm. Wir haben jetzt gerade nichts mehr zu verteidigen, wir haben nur noch zu verlieren. Ich sag's mal in der vulgären Sprache, lass uns einfach verpissen. Oh, shit, Zombie. Hier ist noch eine MP5 drin. Wir gönnen gar nichts, Freunde. Deine kannte ich hoffe, mich anscheinend, ne? Dafür habt ihr welcher? Einer hat so gesagt, Leute. Ey! Das bist du oder was? Dicker! Sorry, ich hab mich extrem erschrocken. Ich dachte, du wärst noch mit oben. Lass uns einfach jetzt abhauen, bitte. Brauchst du noch Helm? Nee, komm, lass uns einfach gehen, Dicker. Ich hab einen Granatwerfer für den Fall, dass, wenn wir nochmal Camper antreffen, Bruder, wieder da raus giften können quasi. Top. Das ist geil, okay, oder? Okay, wir machen uns so schlau, wie das mit der Keycard hier funktioniert. Wir haben eine, das glaube ich, sehen wir dann. Zwei, oder? In der nächsten Episode. Wir haben zwei. Und was? Wir haben zwei? Ja. Ich habe auch das, eine. Das andere gilt auch, oder was? Ja. Egal. Auf jeden Fall, ja, machen wir das und nice. Dann würde ich sagen. Könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ich würde sagen, einen krassen, was ist das, dritter Advent, fünfter Advent, was haben wir jetzt? Ich glaube sechster oder so. Auf jeden Fall. Schreibt es mal in die Kommentare. Sonntag, liebe Freunde, schreibt es mal in die Kommentare, was für ein Advent wir schon wieder haben. Und damit würde ich sagen. Bis nächsten Sonntag, 19 Uhr mit der Meluzi. Bis nächstes kostenlos abonnieren und kommentieren natürlich, richtig, Freunde. Richtig, Daumen nach oben drücken. Ja, richtig. Und es leckt hart. Let's go. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann die Tür nicht öffnen. Ja, same. Bei mir leckt es auch wie scheiße. Nice, perfekt. Gut. Ja, und da sind wir angekommen am Ende des Videos mit einer Überlänge. Ich hoffe, das gefällt euch. Könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und kostenloses Abonnement. Viel erlebt und diese Woche lief richtig bei mir. Ne? Schüsse gingen rein, Feinde zerberstet. Das war meine Woche, Freunde. Ich blende euch hier die Leute ein, die kostenpflichtig, by the way, hier den Kanal abonniert haben, um mich so finanziell zu unterstützen. Danke, Jungs und Mädels. Wenn dieses Video hier live ist, also heute am Sonntag, streame ich wahrscheinlich später schon live die Daisy Standalone auf Twitch. LuciY und die sich dort gerne mal abchecken. Ansonsten, Freunde, bleibt nichts viel zu sagen, so bis zum nächsten Video. Wahrscheinlich schon bis morgen. Ihr wisst ja, wir haben ja jetzt quasi einen Adventskalender mit Videos. Und ja, dementsprechend, Freunde, bis zum nächsten Mal. Euer LuciY und ciao.